Hey ho Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Techmage. Freunde, in der letzten Folge haben wir unseren wunderbaren neuen Braukeller gebaut. Da will ich euch gleich auch noch was zeigen, was ich dazu noch privat gemacht habe. Warum flackert mein Bildschirm gerade so? Was ist das? Gibt irgendwie ein Item von mir irgendwas? Was eine Weakness? Levitate? Lol, Night Vision kriegt man hiermit oder wie? Tatsächlich, wenn man mal eine neue Spitzhacke hält, denn ich habe die andere, die jetzt fast kaputt ist, hier reingepackt. Hier genau, der Spiker. Weil es lohnt sich nicht, mit der Spitzhacke rumzulaufen, mit der man nur noch 100 Blöcke aufbauen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt mal hier The Guzzler genommen. Hier 1800 Hits, also mit der Hand können wir auf jeden Fall noch viele tolle Sachen machen. So, Freunde, ich wollte euch diese Folge noch zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier diese Ecke mal ein bisschen verschönert. Und zwar habe ich hier richtig viele Blätter hin platziert, dass das Ganze so schön verwachsen aussieht. Und, Freunde, wie ihr seht, habe ich so einen kleinen Weg hier gebaut zu eben unserem neuen Braukeller mit so einer Vorhangtür. Und dann ist man auch schon hier. Ich finde das Ganze ziemlich, ziemlich cool, Freunde. Ich bin mega, mega stolz auf diesen Braukeller. Es ist nichts Großes, nichts Besonderes, aber ich finde es einfach ganz cool hier, weil ich finde es einfach mal schlicht gehalten und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool hier. Ich muss auch unbedingt mal hier meine anderen Magie-Dinger hier irgendwo aufstellen, aber das Ganze werden wir dann mal wahrscheinlich von anders in einer anderen Folge machen. Oder, Freunde, ich kann euch nämlich mittlerweile verkünden, dass es bald einen Minecraft Techmage Livestream geben wird, Freunde. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt nächsten Freitag oder danach erst in Freitag kommen wird. Auf jeden Fall in einem von den beiden Tagen wird es einen Techmage Livestream geben, aber ich werde auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Vielleicht werde ich das Ganze auf Instagram Bescheid geben oder so, deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram @jori.mcek. Würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet. Dann bleibt ihr auch immer up to date und genau, wenn irgendwas passiert, wisst ihr als erstes Bescheid. So, was in dieser Folge auch noch auf jeden Fall passieren wird, ist, Freunde, ihr werdet euch freuen, ich habe 3 Loot Cases und 5 Lucky Blöcke hier in meiner Kiste. Und die werden wir heute natürlich öffnen. Wie soll es denn noch so anders sein? Mit was kann man das am besten aufwerten? Ich glaube, mit Diamanten ist es ganz, ganz cool. Und Eisen sollte auf jeden Fall auch klappen. Deswegen gucken wir einfach mal hier. Wie viel gibt es nochmal? Ein Eisen, wie viel Prozent? 3, okay. Und ein Diamant gibt 12. Okay, haben wir jetzt hier einen 48. Ich glaube, wir sagen, wir machen uns einen 100% Block und dann halt 4 einfach mit Eisen ein bisschen halt. Weil dann kann man hier so machen, haben wir 99 und jetzt haben wir einen 100% Omega-Block, perfekt. Wir können jetzt auch direkt mal so 2 Eisenblöcke machen. Ich glaube, Eisenblöcke geben dann auch immer noch mehr, oder? Was gibt ein Eisen? Oh, es ist wieder verbuggt, jetzt kann man hier nicht wieder upgraden oder was? Oder was ist das wieder für ein Bug? Hier, so 30% gibt einer, 60 haben wir hier. Haben wir 69, hier haben wir 78, hier haben wir 87. Ey, es ist so komisch hier ganz diese ganzen Blöcke abzugraden, weil das irgendwie teilweise nicht geht, das ist voll dumm. So, wir haben 200% Blöcke, das sollte auf jeden Fall reichen. Packen hier wieder das Eisen da rein, wunderbar. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt hier Lucky Block zu unserem Lucky Block Opening Platz hier auf jeden Fall, wo unser Bedrock schon steht von unserem letzten Opening. Well, that's your problem. Freunde, wir werden auf jeden Fall anfangen mit den 3 nicht 100% Lucky Blöcken, würde ich einfach mal vorschlagen. Wir öffnen ihn. Was wäre denn so mal eine coole Sache, die man kriegen könnte, die wir auch noch nicht haben und nicht brauchen, so. Was heißt nicht brauchen? Brauchen meine ich ja, ne? Also nicht brauchen macht keinen Sinn, aber brauchen halt. Ich weiß nicht, was könnte uns weiterhelfen? Ich habe keine Ahnung, wir öffnen ihn einfach, würde ich sagen. Oh mein Gott. Okay, nehme ich. Ruby Lucky Bow, 50%. Und Emerald Lucky Sword. Okay, und wir haben hier Omega Potions. Was machen Omega Potions? Nein. Oh, nein. Freunde, ich habe mir jetzt eine Milch geholt, weil wirklich mit Slowness 2 für 10 Minuten kann man wirklich keine Folge aufnehmen. Deswegen habe ich uns einfach mal Milch geholt. Und jetzt sind wir wieder normal schnell. Das ist schon mal ganz gut. Und ich habe für mich gelernt, ich werfe keine Unlucky Potions mehr auf mich selber drauf, okay? Das ist nämlich keine gute Idee, wenn man minus 100% Glück auf sich selber drauf wirft. Und deswegen lassen wir das ab jetzt und öffnen den nächsten Lucky Block, bitte. Was ist das hier? Cave Spider Enforcer. Was geht? Bist du nett? Du bist gruselig. Der kann ich sterben? Warte mal. Aha, Levitates. Oh mein Gott! Was? What? Wie kann eine Spinne Rüstung haben? Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Kann ich mal aufhören, vergiftet zu sein, so? Dankeschön, okay. Okay, wir haben noch einen Lucky Block hier ohne 100%. Bitte töte mich nicht. Eis haben wir bekommen. Eis ist ganz cool, weil ich weiß jetzt nicht, wo wir theoretisch Eis herbekommen sollten.
Und jetzt haben wir alles, falls wir das mal brauchen sollen. Vielleicht können wir uns unsere eigene Schlittschuhbahn bauen. Wie cool wäre das denn? Okay, gucken wir auf jeden Fall mal in den nächsten Folgen, was wir da vielleicht machen können. Und genau, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu einem der Loot Cases. Wir öffnen es und kriegen eine neue Axt. Okay, was ist das? The Pokey. Ist das ein Multitool? Nee, okay, eine Axt auf jeden Fall. 2400 Hits hat die. Oh, nee. Wir müssen wahrscheinlich unsere Kettensäge abgeben, oder? Ja. Yeah. So sieht's aus. Okay. Wir haben eine neue Axt. Tut weh mit, dass die Kettensäge jetzt hier endlich... Nee, wisst ihr was? Wir halten die Kettensäge. Ist mir komplett egal. Egal, ob die andere besser ist, die Kettensäge bleibt einzigartig. Okay, das ist hier unsere Standard Axt hier, die wir haben werden. Und das wäre jetzt so, was ich übrigens... Was? Oh. Indes, die ist unzerstörbar. Und Health Boost 3? Lol. Okay, das ist schon cool, aber es ist mir egal. Wir haben hier The Little Green und das bleibt hier unser kleines Schätzchen hier. So, wir öffnen hier die nächste Case. Eine Hose. Okay. Dragon Leggings. Alles der Health Boost 3 nochmal. Wir haben sogar noch eine Onyx-Hose. Das bringt uns sogar weiter. Wie cool ist das denn? Wir haben eine neue Hose. Die Drachenhose. Warte mal. Weapon Effect Fire Resistance, wenn man 3 von dieser Drachenrüstung trägt. Okay. Wir haben leider jetzt keine weiteren Sachen mehr. Aber egal. Ich würde sagen, wir leuchten nur kurz was aus, weil es ist ein bisschen sehr dunkel hier. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 5 Herzen hier. Auf jeden Fall mega, mega cool. Wir machen weiter mit der letzten Case und kriegen nochmal den gleichen Helm, den ich schon habe, oder? Nur ein schlechter. Luck 4. Headbull, was? Ich check das mit dem Luck nicht. Warte mal. Ich verstehe das nicht, wir lassen es einfach so. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unseren wunderbaren 100% Lucky Blöcken. Da muss eigentlich, also ich erwarte da schon was. Oh mein Gott, da hinten ist ein Skelett. Das können wir aber easy one-hitten, das ist kein Ding. So, wir öffnen den nächsten 100% Block und kriegen einen Bogen. Okay, aber leider ist hier unser Netbow, was heißt leider? Unser Netbow ist halt deutlich besser hier. Deswegen bleibt mal, warte, wir können natürlich jetzt die Spitzhacke in die Hand nehmen. Dann haben wir hier direkt Night Vision, das ist auch voll cool. So, okay, letzter Lucky Block für heute, Strange Item Collection. Was zum... Oh, ja, Laser Omega sollte es halt nicht besser, unser Heartless Glass gab es ja, ne? Der hat coole Angebote. Oh, du bleibst hier, du wirst eingesperrt, ist mir komplett egal, du bleibst da unten. Mit was machen wir jetzt zu, dass wir das merken? Wir müssen uns das merken. So, wir bauen hier mit einem Birkenblock dazu. Okay, wenn wir irgendwann mal eine Diamond Horse Armor in einem Dungeon finden sollten, dann haben wir auf einmal 10 Lucky Blöcke von Omega. Das wäre mega, mega cool. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu mir nach Hause, damit wir hier... schlafen gehen können. Genau das wollte ich machen, weil es ist jetzt Nacht geworden und in der Nacht wach zu sein ist jetzt nicht das Beste. Ich habe es übrigens in meinen Herbstferien, die ich jetzt letztens hatte. Ne, die sind leider wieder vorbei, aber in den Herbstferien, ich war gefühlt jeden Tag bis 5 Uhr nachts wach. Okay, es hat mir wirklich absolut nicht gut getan, aber okay, ist jetzt auch nicht so wichtig. Freunde, was wollte ich noch machen? Genau, Freunde, ich wollte mit euch noch heute in den Briefkasten gucken, denn im Briefkasten waren wir jetzt schon ziemlich lange nicht mehr. Und es okay. Wir haben auf jeden Fall einiges bekommen. Wir haben wieder eine Pizza bekommen. Welcher Typ sendet uns ganze Zeit Pizzen? Ich verstehe es nicht. Gibt es hier ein Restaurant in der Nähe oder so einen Lieferdienst? Ich habe keine Ahnung. Soda Bottles. Was? Lol. Aber waren das nicht die Dinge, die es auch im Knast gab? Doch, Creeper Cola, Enderfist und Slime Soda, ne? Ja, mega cool. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch so verschiedene Limos. Okay, auch interessant. Oh mein Gott, warte. Wo stellen wir das denn? Oh mein Gott. Hier ist doch ein guter Platz, oder? Bitte. Oh mein Gott, wir haben eine Kaugummimaschine, Freunde. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, wer oder... Ja, wie passt eine Kaugummimaschine in meinen Briefkasten rein? Ich habe keine Ahnung. Aber, lieb gemeint, aber ich trinke keinen Alkohol, okay? Deswegen, ich brauche keine Weinflasche. Warte mal, vielleicht, wir können dir mal theoretisch Fendro irgendwann schenken oder so weiter. Guck mal, wir stellen das hier so hin. Als kleines Geschenk, wenn der Fendro kommt, falls er irgendwie Alkohol trinkt oder so, gehört ihm das jetzt. Was haben wir noch? Nein! Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Warte mal. Wo können wir das? Kann man das hier so hinstellen? Oh, wie groß.
cool ist das denn? Warte mal, wir haben jetzt hier... Warte, kann man das benutzen? Kann man das benutzen? Nee, man kann es ja dann nicht benutzen. Egal. Wie cool ist das denn? Wir haben... Einfach, weil dann können wir hier noch die Soda-Bottles hinstellen. Dann haben wir jetzt hier so eine Art Getränkeautomat. Wie cool ist das denn? Creeper-Cola. Dann kann man sich hier Creeper-Cola, Slams oder Enderfist und... Blaze holen. Okay, ich habe keine Ahnung, was Blaze ist. Wahrscheinlich so eine Art Fanta. Ich glaube irgendwie, das ist Fanta. Das ist irgendwie Sprite. Das da ist irgendwie... Traubensaft und das ist Cola, okay. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber okay. Wir lassen es einfach mal so. Aber da war noch was im Briefkasten. Was haben wir hier? Einen Brief, okay. Ach, von Kamido wahrscheinlich, ne? Ich meine, What's a Shot kann ja nur Kamido bedeuten, weil der Kamido, die Mido, die Dido, die Sido, die Fido, der ist natürlich hier der Einzige, der über den What's a Shot Bescheid weiß und diese Deppen, diese Deppen da, die wir mal umgebracht haben, die hier vor meinem Haus standen. Aber nun dann, wir gucken mal rein. Wenn du deinen Affen wiedersehen willst, musst du uns den Watershot geben. Ansonsten passiert etwas, was dir nicht gefallen wird. Ohne Absender. Was zum Teufel meinen die? Ist Afendro von den Deppen entführt worden? Warte, nein. Der ist doch bestimmt ja einfach zu Hause, oder? Wahrscheinlich jetzt einfach zu Hause in seinem Zimmer und der ist hier... Er ist immer noch Bananen holen. Oh nein, das heißt, er war wirklich wahrscheinlich nicht zu Hause. Er hätte das Schild natürlich sonst weggemacht. Okay. Das ist richtig dumm gerade, weil irgendwie ist jetzt Afendro entführt worden. Und wir müssen jetzt den Typen den Watershot geben. Problem ist, der Watershot ist bei Kamido. Und ich habe keine Ahnung, ob man es dem Watershot wiedergeben wird, wenn wir dem sagen wollen, dass wir einen Affen befreien wollen, okay? Weil irgendwie scheint es ja sehr, sehr wichtig zu sein. Jetzt ist die Tür wieder aufgegangen. Aber irgendwie scheint es ja sehr, sehr wichtig zu sein hier. Mit diesen ganzen Shards oder so, weil Kamido würde uns niemals, wirklich um alles in der Welt niemals, diesen Watershot geben. Weil ich weiß auch nicht mal, wo der den gerade verstaut hat. Wahrscheinlich hat er den irgendwie irgendwo hingebracht und jetzt macht er damit irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wofür man diesen Shard überhaupt braucht. Müssen wir auf jeden Fall auch mal fragen, aber keine Ahnung. Okay, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen Afendro finden und retten. Es kann nicht sein, dass er jetzt entführt wurde und wir ihn wahrscheinlich jetzt fürs Erste nicht mal wiedersehen. Wir brauchen einen Plan. Vielleicht können wir uns Kamido irgendwie als Hilfe holen oder so, aber Fakt ist, wir brauchen einen Plan, um Afendro zu befreien. Ansonsten kann das wirklich böse enden, weil wir... Sie haben ja geschrieben hier. Ansonsten passiert etwas, was dir nicht gefallen wird. Und ja, wir alle wissen, was damit wahrscheinlich dann gemeint sein wird. Puh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Folge so enden wird, aber trotzdem hoffe ich, dass diese Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniere meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviere die Glocke, um kein Video zu verpassen und vor allem, um nicht zu verpassen, wie wir Afendro, beziehungsweise ob wir Afendro wieder sehen und retten können. Wie gesagt, gib einen fetten Daumen hoch von der Minecraft Tag Match. Freut dich auf diesen Livestream, der in den nächsten Wochen kommen wird. Ich muss erstmal gucken, was für einen Plan wir machen. Haut rein, Leute, und ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap, it might be mine. It might be mine, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back to you.